Tagesordnungspunkt 4, Dresdner Sozialticket, Mobilität für alle Menschen. Einreicher interfraktionell, wer stellt ihn vor? Frau Backen. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Dresdner Sozialticket, Mobilität für alle Menschen. Genau darum geht es in dem vorliegenden Antrag der Linken, der Grünen und der SPD, um Mobilität für alle Menschen. Mobilität, wir hatten es gerade schon in der Aktuellen Stunde, ist eine zentrale Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Und darum müssen wir für Menschen in der Stadt mit einem schmalen Geldbeutel es ermöglichen, für wenig Geld von A nach B zu kommen. Der Antrag sieht vor, einige Fahrkartenpreise zu halbieren. Die Abo-Monatskarte für Busse und Bahnen wird künftig nur die Hälfte kosten. Das macht in Zahlen 24,50 Euro. Die Viererkarten und die Barmonatskarten werden um 25% rabattiert. Mit dieser deutlichen Verbesserung im Vergleich zu dem bestehenden Sozialticket machen wir aus dem jetzigen Rabatt ein richtiges Sozialticket. Und eben weil Mobilität so wichtig ist, haben wir dieses Vorhaben auch sofort angepackt und frühzeitig Gespräche geführt, einerseits mit dem Sozialamt, andererseits mit der Leitung der DVB, und haben im Haushaltsbeschluss im Dezember 2014 die notwendigen Mittel des städtischen Haushalts bereitgestellt. Wir haben uns zudem mit der DVB darauf geeinigt, die Kosten je zur Hälfte zu tragen. Die eine Hälfte die Stadt Dresden, die andere Hälfte die Verkehrsbetriebe. Das Sozialticket, es wurde teils schon erwähnt, da ist es ein bisschen durcheinander gegangen, können all jene in Anspruch nehmen, die einen Dresdenpass haben. Also Menschen, die über wenig Geld verfügen. Empfängerinnen und Empfänger von Hartz-IV-Leistungen, Asylsuchende, ältere Menschen mit geringer Rente, Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen, Menschen mit geringem Einkommen. Und wir erleben derzeit in Dresden ein Auseinanderdriften von Armen und Reichen. Das zeigt sich zum Beispiel bei der Wohnsituation und auch bei der Wohnungssuche. Das zeigt sich aber auch bei der unterschiedlichen Wahlbeteiligung in den einzelnen Stadtteilen, wie wir jetzt am vergangenen Sonntag wieder sehen konnten. Und das Sozialticket ist nicht die Lösung für alles, ist aber hier ein zentraler Punkt, das Auseinanderdriften der Stadtgesellschaft zu bremsen. Denn wir Stadträtinnen und Stadträte müssen uns dafür einsetzen, dass die Schere sich nicht weiter öffnet und wir keine gespaltene Stadtgesellschaft haben. Und natürlich müssen öffentliche Gelder auch genau hierfür eingesetzt werden, um diejenigen zu unterstützen, die die Unterstützung brauchen. Und hier spielt Mobilität eine entscheidende Rolle. Deshalb ist das neue Sozialticket ein wichtiger Schritt. Frau Walter, Herr Seidel, Sie sagen, das ist sehr viel Geld, das letztendlich nur wenigen Menschen zugutekommt. Ich möchte hier nochmal betonen, jeder Euro ist es wert, denn er kommt genau bei den Menschen an, die es am nötigsten haben. Und da Mobilität, denn ohne Mobilität ist die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben kaum möglich, und deswegen wird dieses neue Sozialticket eine deutliche Verbesserung für die Menschen darstellen. Ich möchte auf Sie noch mal kurz eingehen, Herr Seidel. Von der Einführung eines Sozialtickets steht im Antrag nichts. Da steht die Verbesserung des Sozialtickets. Das hatten wir im Ausschuss ja schon so besprochen. Und es geht hier nicht darum, Mobilität zu ermöglichen. Das tun die Dresdner Verkehrsbetriebe, sondern den Zugang zur Mobilität zu ermöglichen. Denjenigen, die nur über geringe finanzielle Mittel verfügen. Das Geld ist im städtischen Haushalt bereits eingestellt. Die DVB ist ebenfalls von dieser Verbesserung des Tickets überzeugt. Daher gibt es keinen vernünftigen Grund, den Antrag abzulehnen und damit den Menschen diese Erleichterung zu verweigern. Ich bitte daher um die Zustimmung zu dem Antrag. Vielen Dank. So, wir haben einen Ergänzungsantrag. Herr Green, bitte zur Vorstellung. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich bringe also den Ergänzungsantrag ein. Alle Fahrten, die aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift erfolgen, sind für Inhaber des Dresdenpass
kostenfrei. Das gilt also insbesondere für Fahrten zum Arbeitsamt, Sozialamt und für den Schulweg. Soweit der Text des Ergänzungsantrags. Sie hören das nicht zum ersten Mal von mir und Sie werden es nicht zum letzten Mal hören. Kinder von Hartz-IV-Empfängern, die für ihren Schulweg den Bus oder die Bahn benötigen, oder die Eisenbahn, S-Bahn, die müssen von den Kosten befreit sein. Das Gleiche gilt, wenn jemand vom Hartz-IV-Amt aufgefordert wird, zu erscheinen. Diese Fahrten erfolgen nicht aus freiem Willen, sondern sie erfolgen, weil sie verpflichtend sind. Wenn der Hartz-IV-Empfänger nicht auf dem Amt erscheint, wird ihm das Geld gekürzt. Und genauso selbstverständlich muss auch das Kind vom Hartz-IV-Empfänger in der Schule erscheinen. Diese Kosten entstehen also zwangsweise und sie sind nicht, zumindest nicht in dem Umfang, im Budget des Hartz-IV-Empfängers enthalten. Da gibt es nur die bekannten Möglichkeiten, zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder schwarzfahren oder sich das Geld eben von einem anderen Posten des Hartz-IV-Budgets abzusparen. Und Sie wissen auch, was es für unangenehme Zwischenfälle geben kann. Immer wieder mal geistern die Geschichten durch die Straßen, durch die Presse, wenn es irgendeinem Schaffner dann mal langt und er ein Kind ohne Fahrschein irgendwo aus dem Zug schmeißt. Das ist ebenso inakzeptabel wie die Variante, die ich beobachtet habe, dass Kinder so im Grundschulalter einfach von den Kontrolleuren übersehen werden. Nein, meine Damen und Herren, wir sind die flächenmäßig viertgrößte Großstadt Deutschlands. Das kann nicht wie in einer Kleinstadt, wo man vielleicht sagt, na, die 800 Meter kannst du auch zu Fuß laufen. Nein, bei uns ist es dringend nötig, diese Kosten vollständig freizustellen. Und es ist auch logistisch einfach. Für eine Vorladung zum Sozialamt hat man ein Papierchen, da steht ein Datum und eine Uhrzeit drin. Und nur für diese Zeit gilt das natürlich dann als Fahrschein. Und für ein Kind kann man einen Schülerausweis oder kann die Schule einen Schülerausweis einstellen und dort kommt die Fahrlinie rein. Also meine Damen und Herren, noch einmal zusammengefasst, die NPD fordert nicht, dass es generell Kinder kostenfrei fahren, sondern nur auf dem Weg von und zur Schule und dass der angeordnete Weg zum Arbeitsamt, zum Sozialamt kostenfrei ist. Danke. So, ich habe zwei Wortmeldungen angezeigt bekommen, Herr Schmählich und Frau Walter in dieser Reihenfolge. Herr Schmählich verzichtet, Frau Walter? Frau Walter nochmal? Nein? Sonst das Wort gewünscht? Ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung, haben zunächst den Ergänzungsantrag gerade von Herrn Green vorgestellt. Wer dem stattgeben möchte, bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Das ist die überwältigende Mehrheit. Damit hätte das keine Mehrheit gefunden. Und wir stimmen über den federführenden Ausschussbericht ab, unverändert. Wer zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen. Ja, 24 Nein, keine Enthaltung, damit angenommen.